Hallo, da bin ich wieder, jetzt mit einem neuen Format, dem Wochenblick. Und ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt so jeden Sonntag um 19.30 Uhr, außer beim ersten Live, im ersten Sonntagslive, da habt ihr mich ja live und ich euch. Mache ich jetzt diesen Wochenblick, wo wir uns anschauen, was geht dem Ende zu, also was möchte herausgehen und was bringt die nächste Woche so. Und das schauen wir uns jetzt in Ruhe an und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Bis gleich. Die Schwarmintelligenz von Mutter Erde führt uns jetzt zusammen, die vom selben Ursprung stammen. Ich erkenne meinen Sinn, weiß wieder wer und was ich bin. An alle Boten des Friedens, jetzt ist die Zeit des neue Erdeschmiedens. Bringst du deinen Teil mit ein, dann wisse, du bist nicht allein. Folge dem Licht durch die dunkelste Nacht, auf dass der neue Morgen bald erwacht. Du stehst vor einem großen Tor, dein Ego wird leise und weise tritt deine Seele hervor. Du spürst die Verbindung zu allem, was ist, das Gefühl von Zuhause hast du lange vermisst. Hier kommt dein Applaus, verneige dich vor dir und sprich deine Wertschätzung aus. Baum der Seelen, Baum der Ahnen, hörst du ihre Stimmen, wie sie uns ermahnen und flehen, in unser Potenzial zu gehen, aufzuhören, uns zu verstecken und wieder unsere wahre Größe zu entdecken. Jetzt ist unsere Zeit, das Paradies ist ganz und gar nicht weit, es ist wahr, es ist kein Traum, in dir lebt ein Friedensbaum, er lässt dich in dein Herzraum schauen, hilft dir, dich zu erkennen, statt vor dir selbst wegzurennen, zeigt dir, dass du Frieden bist, das Einzige in deinem Leben, was du wirklich vermisst, bist es immer gewesen und wirst es immer sein. Hörst du den Ruf, dann stimm mit mir ein. Das ist jetzt aber wirklich spannend und zuckersüß. Da kamen jetzt schon einige Botschaften mit, die kamen wieder in Reimformen. Ich werde schauen, ob sie dann nochmal so durchkommen, wie sie gekommen sind. Aber ich versuche mal einfach kurz zu sagen, um was es geht. Und zwar, das ist der Bereich, das geht raus. Nimm dich selbst flexibel an der Hand und geh in die Einfachheit, damit diese Reinigung nicht entschleunigt oder nicht beschleunigt wird, sondern in der Einfachheit einfach passieren kann, dass es einfach fließt, auch diese Reinigung. Ja. Da geht es bei der Reinigung geht's nicht darum, dass du verschmutzt bist, verdreckt bist oder sonstiges, sondern es geht darum, eine Klarheit in dir zu finden, nämlich die Entscheidung zu treffen zu deiner Größe und raus aus diesem gebrochenen Herz wieder hinein in das ewige Herz, also in diese Herzkraft hinein, die auch Wunden in dir selbst wieder vereint. Also daran bist du gerade am Arbeiten, damit du einfach diese alte Last, diese Wunden der Vergangenheit hier hinter dir lassen kannst. Und da geht es darum, nicht großartig irgendwelche Vorstellungen zu haben, was da jetzt alles passieren muss oder was du alles tun musst, sondern eher in der Einfachheit dich mit dem Windstrom oder mit dem Wasser deiner Seele, ja, ganz stark kommt hier auch, du bist das Licht, höre auf deine Seele, sie wispert dir zu, wie du in diese farbenfrohe Geschichte wieder eintauchen kannst des Lebens oder wie du diese farbenfrohe Geschichte auch halten kannst, stabil. Es gibt ja viele, denen geht es gut, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg, die haben sehr viel gemacht und haben aber immer wieder solche Gefühlsdurchbrüche auch, weil eben noch was Altes hochkommt, weil auch das Kollektiv damit arbeitet und da geht es einfach darum, das durchfließen zu lassen, durchströmen zu lassen, nicht in den Machtkampf dazu gehen, das möchte gesehen werden noch als dunkler Mythos deiner Seele, wo deine Seele hier zu dir spricht und sagt, öffne dein Herz auch deiner dunklen Geschichten wieder, ja, damit es einfach in der Einfachheit auch fließen kann. Du bist perfekt, so wie du bist. Wenn nicht du, wer soll dann sonst scheinen als dein Licht? Ja, das kam so irgendwie mit. Ja, also du bist das Licht, du bist dein Universum und du kannst dir dieses Universum wieder glücklich schalten und dort kommst du jetzt hin. Es geht auch hier ein Stück weit auch um das Außen, auch um die Seelenpaarung hier, auch um das Erwachen, dass hier auch etwas voranschreitet, auch in der Liebe. Ja, aber vor allem verbiege dich nicht, es gibt nur dich, ja. Lass dein Licht leuchten, es existiert nur Licht. Nur Licht existiert, atme dich hier wieder frei und geh in die Ausgewogenheit des Lebens, um hier wieder glücklich zu sein oder dein Glück hier wirklich fundamental aufzuschließen, damit diese alten Zyklen, wie auch immer die noch geschachtelt sind, hier wirklich herausfließen können. Aber nicht im Machtkampf, nicht im Kampf dagegen, sondern nimm auch diese dunklen Seiten in dir liebevoll an, weil auch die sind das, warum du leuchtest in deinem Licht. Ja,
So schaut es nämlich aus im Schneckenhaus. Hier, du bist liebenswert. Du bist nicht hier, um dich zu verbiegen, sonst wärst du als Tintenfisch auf die Welt gekommen. Es ist nie zu spät, um ein glückliches Kind zu sein. Auch da lass dich wieder frei und deine inneren Triebe leben. Namaste, das Verrückte in mir grüßt das Verrückte in dir. Lass uns einfach eine Zeit lang Kopf stehen jetzt in dieser ganzen Geschichte, um hier vielleicht auch wieder etwas in der Einfachheit herunterzuholen. Ja, vielleicht hat sich etwas unten in den Füßen verfangen, du kommst nicht ganz in die Erdenkraft herein, dann dreh einfach den Fokus um, mach einen Kopfstand, fühl dich frei und alles purzelt dann über deinen Kopf hinunter in die Erde, um dort zu transformieren. Sehen wir es einfach einmal so. Das sind die Botschaften, die jetzt durchkommen wollen in dieser Woche. Es geht darum, deine Wahrheit zu leben, dich selbst in deiner Wahrheit anzuerkennen und nach deinem höheren Selbst, nach deiner hohen Lichtgestalt zu streben, die hier hereinkommen will auf dieser Welt, beziehungsweise die sich diese Welt hier erstellt, wie sie es will, ganz nach dem Pippi Langstrumpf Spruch, wie geht das? Ich erschaffe mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Und genau das sagt deine Seele dir auch. Hör auf deine Seele, was sie dir sagen will, um dein Leben hier wieder farbenfroh und glücklich zu gestalten. Jetzt ist eine Umbruchszeit, jetzt ist das Feuer in dir. Nimm es an, damit diese Herzkraft, dieses Feuer auch wirklich von da oben hinunter in deinen Herzbereich tatsächlich kommen kann. Wunderschön. Und auch für diejenigen, die hier schon manifestiert haben, beziehungsweise wo auch schon angedacht ist, dass hier jetzt auch in der Partnerschaft, wo es eine Reinigung gegeben hat, beziehungsweise einen Neuschwung, da kommt hier auch eine wunderschöne Energie, wo wieder etwas wie eine bezaubernde Blüte aufblühen kann. Wichtig ist hier auch die Kommunikation, hier offen zu kommunizieren, auch mit dem Partner, was sind die eigenen Wünsche, was braucht man da für sich, was macht einen glücklich und dass hier das Gleichgewicht auch tatsächlich eingestellt werden kann. Wunderschöne Lieben, das sind die Wochenenergien. Das geht raus, das andere kommt hin. Und jetzt schauen wir noch. Ja, du wolltest jetzt her. Was möchte dann noch gesagt werden? Verbinde dich auch mit deinen Krafttieren wieder. Es ist ein Neubeginn. Ja? Öffne dich deinen Träumen. Jetzt im Moment sind auch ganz, ganz wilde Träume. Du bist in einem Schutz, egal was da ist in deinen Träumen. Fühl dich beschützt und sicher, da jetzt durchzugehen. Ja? Öffne die Fenster zu deinen Visionen, zu deinen Träumen, denn sie sind auch das, was für dich jetzt hier deine eigene Wahrheit schafft, wo du aufarbeiten kannst, wo du nacharbeiten kannst, wo du aufatmen kannst, wo du erschaffen kannst, um da mal die Ideen zu sammeln für dich, was deine Seele hier eigentlich will. Wunderschön, na dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Start morgen in diese neue, wunderbare Woche. Bis dann, Baba. Spring mit deinem vollen Potenzial hinein. Deinem Friedensbaum wachsen Millionen neuer Triebe. Du bist die unbesiegbare Liebe. Wach auf und lebe. Es wird Zeit. Bist du bereit, dass ein Paradies hier werde und der Friede erwache in einer erneuerten Welt?